Ja, und hier befinden wir uns jetzt, ich sag mal so, in dem Herzstück, wo all diese wunderbaren klangligen Stühle und was du auch alles zauberst, entstehen. Ich habe ja hier eigentlich nur kleine Maschinen. Ja. Man sieht es auch hier, das sind nur Heimwerkermaschinen, aber die reichen, um einen Prototyp zu machen. Ja. Und jetzt zeige ich auch, wie ich eigentlich den Fuß beschwinge, wie ich da anfange, den herzustellen. Wunderbar. Ja, da habe ich zuerst mal eine Schablone. Ja. Und von der Schablone aus, da gehe ich dann rüber. Oder das heißt, da suche ich mir dann ein Stück Holz aus, betrachte das von beiden Seiten. Und auf der weniger schönen Seite, da lege ich dann diese Schablone auf. Und zeichne das mal auf. Und so habe ich dann hier schon mal den Umriss. Und dann wird das Ganze hier von mir mit einer Stichsäge so aus. Und jetzt wird wieder mit zwei Nägeln, wird diese Platte justiert. Hier diese Fräsmaschine, die hat einen Anlaufring, weil ich jetzt ja das Profil bearbeiten muss. Da kann ich keinen geraden Anschlag gebrauchen. Und jetzt setze ich an, jetzt schalte ich die Maschine ein. Jetzt habe ich das Ganze schon mal von außen her richtig in der Form. Und weil ja oberhalb jetzt, das ist jetzt die schöne Seite, und hier soll ja die Kante gebrochen werden, da nehme ich dann einen Oberfräser. Der heißt schon Oberfräser, weil man den von oben ansetzt. Und mit dem fahre ich auch noch mal diese Rundungen ab. So, den Rest mache ich jetzt dann mit dem Schleifpapier. Das ist jetzt schon in geschliffenem Zustand. So sieht es dann aus. Schön glatt. Und hier ist auch auf der Unterseite schon zu sehen, wo diese Schwingungsgeber eingebaut sind. Und hier, da ist es auch noch, hier ist es im Rohzustand, nur gefräst. Und hier ist es schon geschliffen. Und das wird, kommt jetzt hier die Füße, hin, ja. Das gibt die Füße. Ja, wir wissen ja alle, dass das Holz ja nicht ganz so stabil ist. Und damit diese Buchse vom Holz aus etwas geschützt ist,
habe ich hier dann ein Rohr eingebaut und das ist ein Aluminiumrohr, damit eben auch dieses sehr lange benutzt werden kann, ohne dass es ausleiert. Mit so einer Beilagscheibe kommt es dann so ran und hier kommt auch noch mal eine Beilagscheibe ran und wird dann hier so angeschraubt. Mhm. Und hier auch die Beilagscheibe, die dient ja so, dass hier das Ding frei bewegen kann. Ja, ja, ja. Dass es hier nicht so reibt, wenn die genau, fehlt. Genau. Und so wird es dann sozusagen zusammengeschraubt. Und dann kommt hier noch eben so ein Rutschhämmer drauf, dass man die Beine dann... Und so sieht dann... Und dann konnte man diesen Fußschwinger... Und so ist dann das der Fußschwinger. Sehr schön, das mal einmal zu erleben, wie so etwas entsteht. Und hier sieht man auch die Schablone von dem Bogen, wie ich von den Klangliegen habe. Und hier ist auch die Schablone vom Sitz. Von denen aus wird immer gearbeitet. Und hier ist jetzt das Produkt in quadratischer Sicht. Das ist so das meistgekaufte. Die Schweifungen, die kosten natürlich wieder etwas mehr, weil ja das auch mehr Arbeit gibt. Klar, natürlich. Das wird dann den. Und hier sieht man schon, das lässt sich da wunderbar kippen. Und das ist auch... Hier ist es gepolstert und hier unten, das ist auch ein Rutschhämmer. Das gummiert. Und wenn das jemand jetzt dann arretieren möchte, dann kann er hier diesen Keil da reinschieben und dann ist das fest. Dann kippt es nicht mehr. Ja. Dann kann er sagen, seine Getränke oder seine Speisen, alles kann er da wunderbar dann draufsetzen, wo er dann auch beschwingt. Ja, super. Schön glatt. Ja, das ist Birke. Und lackiert ist es auch. Ja, das ist jetzt lackiert. Das ist auch säurefrei und ist mit dem wasserlöslichen Lack gemacht. Also keine Chemie oder sonst was. Sehr schön. Ja, das ist praktisch das Endresultat. Man sieht schon, es sind viele, viele Schritte natürlich notwendig, bis mal so ein Teil so aussieht, wie es jetzt hier aussieht. Und das finde ich natürlich genial, dass wir heute mal dabei sein konnten, wie du so etwas vorbereitest, so einen Fußschwinger. Und dann kann man sich vorstellen, wie es erstmal bei einer Liege oder bei einem Stuhl aussieht. Das ist noch aufwendiger. Und ich finde das einfach toll. Und da sagen wir erstmal ein ganz liebes Dankeschön, dass wir hier mal in dein Herzstück ja einfach hineinschnuppern durften und das natürlich auch unseren Zuschauern hier zeigen dürfen. Weil ich finde es klasse, dass man da mal einfach so die Nase reinhalten darf. Wo darf man das schon, ne? Oder wann? Jo, ich würde sagen, es war wirklich klasse. Auch selbst hier in dieser Werkstatt, auch mit den lauten Geräuschen, das gehört mit dazu beim Holzsägen. Und es macht uns einfach Freude, hier zu sein. Und dann noch bei dem herrlichen Wetter, wir haben ja so schönes Wetter. Es ist einfach klasse. Und ich sage einfach Dankeschön, lieber Pius, dass du uns das gezeigt hast. Und find's klasse. Und wir sagen beide jetzt mal Servus. Servus.